So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damien 1998. So, weiter geht's. Was hatten wir in der letzten Folge gemacht? Habe ich wieder vergessen. Nein, habe ich nicht. Wir sind mit Sam unterwegs. Und was ist denn das? Ach, da ist der Hubschrauber. Wir haben ja hier diesen Hubschrauber. Und haben dieses Rad gefunden. Wir sind in Samatuna Samakamasutra Laden drin. Hätte ich bei dir gesagt, hier, ich weiß gar nicht, wie der Typ... Steht bestimmt auch irgendwo drauf. Da, Sakamura. Genau, bei ihnen im Laden sind wir drinne. Und sollen die Tür, ja, aufmachen. Da hätten wir müssen da durch. Ja, wir hatten was über ihn gelesen, diesen gruseligen Hotel. Und los geht's. Ventil benutzen. Und jetzt müssen wir die Reihenfolge wahrscheinlich finden, was? F. Wunder, woran wissen wir... Kann man denn irgendwas sehen, wenn man was dreht? Ändert sich da irgendwas? Ja, woher soll ich das denn wissen? Oh. Komisch. Was ist denn da passiert? Auf einmal wusste ich das ja doch. Okay. Eigentlich müsste die Glocke mal aufhören. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Da ist wahrscheinlich das Endprodukt, wo wir durch müssen hier, durch den Laden. Ah. Der Kamasutra, das wäre das Inventar ist wohl. Mr. Kamasutra hat denn doch irgendwie... Wisst ihr was, wir droppen da nochmal wieder so ein Ding. Das ist total nervig. Habe ich das gerade bestimmt aufgesammelt, ne? Ja, wahrscheinlich. Scheißdreck. Komp. Kann ich das kombinieren mit denen hier? Warte mal. Nee. Schade, oder? Ja. Nein, ich will nicht mehr kombinieren. Ich will nicht mehr. Oh, Leute. So. Effen, droppen. Ich glaube, dieser Schlüssel, der da hier vorne liegt, ist, glaube ich, ein Zacken wichtiger. Und da kommen wir wieder und holen uns die geile, grüne, leuchtende Spritze ab. Ich warte nochmal auf den Tag, wo so ein Skelettding aufsteht da. Das wäre der Hammer, oder? Alter, ich sag ja, es ist eine Hitze unter diesem Headset. Nein, das nehmen wir mit. Danke. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der letzte Raum war, wo wir hätten dieses Aufbrechspiel spielen können. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, du stehst auf, nicht? Nein, okay. Okay, wir wollen sicherlich nach unten, aber wir sind auch neugierig, was oben ist. Haschisch! Okay, danke. Da sind wir wieder beim Entwicklerstudio. Invader Studio. Witzigerweise ist es ja deren eigene. Heißen die so? Die hießen Invader Studio. Klar, natürlich, das sind die Entwickler, die das Damien selber produziert haben. Das ist ein eigenes Easter Egg, witzigerweise. Ja. Ja, ja, so ist das. Genau. Sieht wahrscheinlich bei denen so aus. Die schlafen dann auch die Entwickler oberkörpernackig da rum. Mit die Pizza-Wampe. Kühlschrank wird aufgelassen. Die Leute von Invader Studios haben jede Menge Kohle. Da stört das bisschen Stromrechnung auch wieder nicht. Motivation. Hier wieder Michael Jordan. Finals 98. Buffy im Bann der Dämonen. Nicht schlecht. Vampire Slayer. Pauls, das ist so ein Easter Egg-Ding, das soll wohl Friends sein tatsächlich. Es ist witzig. Die 90er halt, ne? Es ist total geil einfach. Man soll sich echt mal so ein paar Details tatsächlich mal angucken. Und immer noch dieses I Want to Believe Poster von Agent Mulder bei X-Factor. X-Akten. Wobei, man kann das tatsächlich auch selbst. Man kann sich das tatsächlich auch kaufen, dieses Ding. So. Da wären wir wieder bei Invader Studios. Beziehungsweise das Logo. Ja gut, das ist wahrscheinlich ein Easter Egg-Ding einfach für sich selbst. Gut, okay. Aber es ist schön, da mal so reinzuschauen. Im Studio. Mal gucken, wie dann immer so spielt. Digga.
Das war die Chefin von Invader Studios. Nein! Flinte leer! Fick dich! So. Genau, Death Horizon ist wahrscheinlich ein Dings darauf auf Deep Horizon, auf dem Film, den es damals gab. Oder, nee, Event Horizon hieß der. Event Horizon. The Stone. Sagt mir jetzt so nichts. Doch, The Rock, na klar, The Rock. Ist es nicht witzig? Face On, ja, Face Off. Das ist geil. Independence Day. Meine Fresse, die haben jetzt richtig geile Dinger hier, ne? Copland. Weißt du, Copland? Bin ich da richtig mit Copland? Das ist schon witzig. Ich finde das total witzig. Ja, ja. Hm. Toll. Jetzt erklärt mir noch einer bitte, warum ich keine Munition mehr habe. Ja, hatte ich doch. War zu dumm gerade. Lass uns doch mal ein bisschen gucken. Ein Raum voller Easter Egg, beziehungsweise ein ganzes Zimmer, eine ganze Etage voller Easter Egg. Broken Arrow. Der Film war gut. Hier, wie hieß der denn nochmal? Das Relikt. Das Relikt mit dem Monster Museum. Das war auch geil. Broken Arrow damals mit John Travolta. Polter die Polter. Das sind die ganzen Art-Dinger von den Boss-Gegnern, die sie haben. Finde ich geil, also das sind so einfach so Sachen. Das muss man einfach mal entdecken, finde ich, ne? Also finde ich schon ziemlich cool, oder? Deswegen ist das alles, diese ganzen Poster, dieses mit umbenannt und so und alles, Escaper, Die Soft, ne? Die Hard und so und alles, ne? Ist klar, stirbt langsam. Das sind alles Dinge, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Das ist einfach nur so was wollte ich sagen? So eine. Wie nennt sich das gleich? Parodie. Genau, auf eine Parodie auf den ganzen Kram. Deswegen, das ganze Spiel ist an für sich eine Parodie auf Resident Evil. Meiner Meinung nach. So, weißt du, das hier alles sind alles. Ich meine, ich finde es geil, das ist gut gemacht. Das finde ich erstmal richtig cool. Aber das hat mich jetzt wirklich positiv überrascht. Konnten wir da überhaupt mal rein? Das fand ich echt super cool jetzt. So sehe ich das eben halt, ne? Ach, da musst du hochgehen, um ins Restaurant zu gehen. Man muss erstmal 20 Kilo, sag mal schnell, 20.000 Kalorien abnehmen, wenn man hier die Etagen hochläuft, wenn man ins Restaurant möchte, um die Kalorien wieder zuzunehmen. Oh. Wir können hier aber nicht raus, oder? Doch. Okay, jetzt sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Er hat hier so eine Stange im Gehirn, Alter. Kann ich nicht nochmal nachladen? Aber da lag es nicht, ne? Das lag hier an der hier. Ja, jetzt vielleicht? Jetzt geht's. Oder praktischer, wenn man einen Schuss braucht. Ja, genau, hier waren wir ja auch schon mal mit. Was ist das denn? Eine Fliege auf meinen Kopf? Hör auf damit! Nein! Oh nein. Wieder die Kugel erstmal wegspringen. Auch nicht schlecht gemacht. Mein Chef. Okay. Help Shark, ja? Darüber hatten wir schon mal beim letzten Mal gelacht, ne? Sind wir hier denn durchgegangen? Konnten wir durchgongen? Na, wir müssen hier durchgongen. Da ist ein Zombie wach geworden. Okay. Fahrrad, tat. Sauberer Schuss. Digga, nicht hinter mir, das mag ich nicht. Wo denn? Ach, hier, hinter der Tür. Ja.
Nicht, dass er hier durch die Wand glitscht nachher. Okay, dope. Hä? War das nicht der Anfang, wie Sam in die Stadt gekommen ist? Nein, wir sind da mit der Seilbahn gefahren. Frauchen. Kein Grund, so zu sein. Müssen wir wieder mit der Seilbahn hochfahren? Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ähnlich ist das hier, ne? Okay, Highway. Highway, nee, das ist doch Highway to Hell. Im Ernst jetzt? 5 Schüsse? 4 daneben? Alter, ehrlich? So, jetzt aber. Jetzt in Ruhe. Ja, nächster Inventar. Welches Inventar für uns voll? Die G2 Blabla Munition. Wofür sind die? Das ist nicht das. Welches ist das? Nein, es ist die Schrotflinte. Die ist voll. Haben wir irgendwas, was wir aufbrauchen können? Medizin, wir wurden angegriffen, ja. Und vor einer gewissen Zeit. Raum. Räumlicher Zeit. Und so. Okay, hier liegen keine Leichen. Alles ist wunderbar und schön. Das ist einfach nur ein Highway, ne? Kindzeit. Geht es hier nach Kindzeit direkt rein? Wir kommen doch gerade von Kindzeit. Warum sollen wir denn schon wieder dahin wollen? Hallo, junge Lady. Den würde ich mal sagen, habe ich mir den Kopfschuss bedient. Ja. Na, junger Mann, alles klar soweit. Ja, man muss auch als Polizist mal so haben. Golf 3. Halle. Der Bus läuft noch. Ey, lass uns Bus fahren. Ich kann das zufällig. Ich bin Busfahrer. Busfahrer, der gut schießen kann. Ernsthaft jetzt mal. Lass mich hier rein. Wo ist denn der Knopf hier? Wie gerne würde ich damit jetzt losfahren? Scheiß auf den Golf 3. Wieso ist das Licht an? Eben gerade war es auch nicht an. Naja, die Leute da drin hatten schon mal bessere Tage erwischt, ne? Oh, die lebt noch hier. Guck mal. Geht nicht. Panzerkugelsichere Scheiben. Das ist ja witzig, dass da ein lebender Zombie drin ist. Ja, warum sollte auch kein lebender Zombie drin sein, ne? Müssen ja nicht alle tot sein, das ist schon richtig so. So, wo sind wir denn hier? Was ist das hier? Was ist denn das? Das ist doch die Dings, die Seilbahn wieder. Das ist doch ein Arsch. Da ist es dieselbe Seilbahn, wo wir hergekommen sind? Hallo. Ja, das ist dieselbe Seilbahn. Aber schönes Wandgraffiti gezaubert. Das ist dieselbe Seilbahn. Damit fahren wir doch einfach nur wieder nach Hause. Sollen wir das machen? Ist das der Plan? In etwa? Nun dann, lass uns los. Was hält uns auf? Nichts. Ja. Die Suche nach Sandman geht jenseits der Stadtgrenze weiter. Nachdem Samuel die Vorstadt und ihre tödlichen Bewohner hinter sich gelassen hat, erreicht er eine Funkstation mit einem Turm. Von hier an sollte seine Reise zum Leerdamm wesentlich einfacher verlaufen. Auch wenn er sich zuerst einen Weg durch den dichten Vermilion Forest bahnen muss. Ein letzter Kampf steht noch aus.
Weiter geht's. Weiter geht's. Nee. Da wollen wir schon irgendwie gucken, dass wir alles mitnehmen. Was, wie sieht's damit aus? Nachladen? Nee, das ist 6 Minuten. Danach nachladen. Komm. Es war die gar nicht. Sind wir so ärgerlich, ne? Wenn man. Okay. Das erste in den Müsli-Riegel, den wir gefunden haben gerade. Capri-Sonne, meine ich. So, alles voller Motivation. Was kann uns noch passieren? Nichts. Oh Gott. Der Schatti. Ja. Das ist gewesen der richtige Weg, wa? Lass mich hindurch. Als ob. Alter. Alter Schwede. Finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Jede Wette, hier kommt so ein Bosskampf oder so ein Scheiß. Aber warum sollte auch nicht Samuel einen Bosskampf haben, ne? Das Sicherheitssystem muss deaktiviert werden. Okay, Sir. Deaktivieren wir das doch einfach. Was ist denn das? Was ist das hier? Fast, oder? Der Aufzug scheint unter ihm festzustecken. Also hier wird uns nichts geschenkt, ne? Alter. Das ist der Speicherraum. Das können wir gleich da mal direkt machen. Da wir in der Vergangenheit ja mal so Speicher, wie gesagt, beinahe Probleme hatten. 8:28. Das liegt daran, weil ich gerade eine Pause-Menü die ganze Zeit festhing. Ach, scheiße. Ich bin gerade mit dem Hund rausgegangen, mit Inka. Und... Ja. Und... Deswegen hing ich hier im Pause-Menü drin. So ist das. Moin. Ich soll hier dann mal die Überprüfung machen. Was ist da denn hier? So. Der Alarm wurde ca. 10.30 Uhr ausgelöst. Ich habe den Befehl erhalten, mich auf den Weg zum Turm zu machen, um dort manuell alle Kommunikationskanäle mit der Stadt zu deaktivieren. Erst habe ich mich gewundert, warum Thomas nicht mit diesem Auftrag betraut wurde. Doch dann dämmert es mir. Nach einer kurzen Wanderung durch den Wald habe ich Thomas gefunden. Oder das, was von den armen Kerl noch übrig war. Er hatte völlig den Verstand verloren. Zum Glück habe ich ihn... Ich es irgendwie geschafft, ihn auszuschalten, so schwer mir das auch fiel. Unglücklicherweise hat er mir ein Stück Fleisch aus dem Bauch gerissen, bevor ich ihn erledigen konnte. Die Wunde blutet stark. Ich weiß zwar nicht, was die Firma dazu veranlasst hat, gewisse Dinge zu verheimlichen, aber ich schätze mal, dass ein der Laborratten entkommen ist. Ich fühle mich schwach. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten. Außerdem habe ich jetzt einen medizinischen Notfalltransport vom Hauptquartier angefordert. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist abzuwarten. Ich hoffe nur, dass bald ein Sanitäter auftaucht und die Blutung stoppt, bevor. Tja, To, hier, Dingens, das hat nicht hingehauen. Kackte, ja. Boah, guck das mal, ist das der Sandman? Nee, ist ein Dings, ist so ein Dingens, ne? So. Ich finde gut, dass man das überspringen kann, tatsächlich. Weil, ganz im Ernst,
wenn man in so ein Rätsel feststeckt und jetzt gerade jetzt rein für... Absperren, abspielen. Was? Egal. Das sind die für die Karte, das sind die Navigation für die Stadt, ne? So, jetzt haben wir alles wieder korrekt. Bist du doof? Warum macht er denn das, Alter? Ja, kein Wunder, bei deiner fetten Wampe kann er ja auch noch reinbeißen. Aber ich dachte, du wärst das gewesen. Meine Fresse, hör mal. Mach sowas nicht mit mir. Ich bin schreckhaft. Moment, eine Kassette ist da vorne noch. So. Tyler. Audiokopie. Ich werde jetzt, gibt's hier erstmal einen fetten Bossfight. Ich nehme mal so eine richtige Waffe jetzt. Ja. Wer hat das nicht denken können, ne? Deswegen ist es auch so, oh oh. Scheiße, ein Zombie. Okay. Gucken wir uns auch nochmal um, ob wir hier jede Menge Munition noch finden, wie beim anderen Bossfight mit dem Raven noch. Da liegt auch noch was. Guck mal hier. Extra Revolver-Munition, wa? Ne, ist für die Knifte gerade gewesen, ne? Okay. Das war klar. Arena-Kampf, ne? Hier aber allerdings mit 1, 2, 3, 4 Zombies, glaube ich, ne? Weil Zombies ja auch nicht das Problem sind, oder? So, pass auf, jetzt kommt da noch einer. Wäre dem Spiel irgendwie noch zuzutrauen, oder? Major, I'm on the roof of the dam. The Citadel's been overrun. I repeat, the Citadel's been overrun. The whole situation's foobar. No survivors. Hold on. No. Raiden, respond, goddammit! So, you made it this far. I'm coming for you, fucker. We'll meet real soon, you and I. You and I, you and I. Jetzt, da Raven Gewissheit darüber hat, dass Sandman noch am Leben ist, muss er sich dem Hubschrauberlandeplatz auf einen Damm aufmachen, wo er sich endlich mit dem Major treffen kann und ein für alle Mal aus der Stadt des Todes fliehen kann. Doch zuerst muss er sich Zugang zu den oberen Etagen verschaffen, wo bereits unzählige Infizierte in einem gewaltigen, unheilverkündeten Labyrinth aus Tunneln lauern könnten. Das Risiko ist besonders hoch, aber er hat keine andere Wahl, wenn er sein Ziel erreichen will. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, langweiliges Labyrinth aus was weiß ich was. So. Genau, Bams, das war laut. So. Da sind wir. Revan. Derweilen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es mit Ihnen ist. Motivation aus der. Auch nicht so gut. Oh. Zombie. Zombie. Zombie Nation. Oh! Muss das sein?
Wenn das jetzt die ganze Zeit über das macht, dann nervt das. Oh oh. Umdrehen. Gucken. Umfallen. Hat geklappt. Hört doch nicht. Das Piepen kann schon ein bisschen nerven, ne? Hier, Capri-Sonne. Unterlagen. Und Motivationen. Da lassen wir eigentlich aus, ne? Oh, ich hab hier leer. Sollen wir nachladen hier. La 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 la. Hallo. Hat jemand Motivation bestellt? Motivation? Ein Zimmer weiter, bitte. Okay, okay, ich guck mal nach. Motivation. Das ist scheiße, du Arschloch. So. Haben Sie Motivation? Ne, der liegt auf dem Boden. Der hat keine Motivation mehr. Moin. Hey. Ah, da steht er schon auf. Ja, ja, wenn die Personalabteilung kommt. Alter, Digga, du bist doch... Ich hab dich doch voll verrotzt. Na, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich hier schießen. Das hat mir gereicht. Sie sind gefeuert. Ganz genauso. Use it. Habe ich so eine Gesundheitsflüssigkeit am Start? Yay. Ah, voll reingedrückt. Direkt in die Ader rein. Oh ja, gib es mir, gib es mir. Oh, das ist ein geiler Stoff, ein geiler Stoff. Was habe ich gemacht? Energieriegel. Dafür zeigt er mir das an, dass das Energieriegel da ist? Oder? Was haben wir hier? Eine Flasche mit. Was ist Inventar voll? Was ist denn das für eine Flasche? Jetzt will ich das schon wissen, ne? Na komm, hauen wir uns mal einen Energiesnack in die Figur. Und checken wir ab, was das hier ist. Vielleicht kann das ja wichtig sein. Sieht aber aus wie eine Dunkelflasche. Psychotropfen. Ja, super. Psychotropfen. Ja, ist klar. Das braucht hier der Zazaza mal. Meint ihr, wir müssen hier links gehen? Zazama. Warum gehen die Tore nicht runter? So, das frage ich mich. Moin. Aha, ich wollte gerade sagen, Fahrstuhl geht nicht, aber Irrtum sprach der Igel und stieg von der Bürste. Ja, ja, ja. Moin. Alter, haben wir den ganzen Stoff hier produziert, wa? Das ist das Labor, oder was? Laboratorium. Ja, wir bleiben mal 2 Zentimeter zurück. Alter, da darfst du keinen Spaß verstehen mit diesen Dingern, ey. Echt nicht. Damit darf man keinen Spaß verstehen. Überhaupt nicht. Die sind nicht witzig. Ja. Genau das. Es sei bestimmt irgendwann mal... Es ist ja ein Damm, ne? Stimmt ja. Deswegen diese Turbinen hier. Die machen Strom.
Okay, ist wirklich ein Gewehr aus Labyrinth und hast nicht gesehen, ne? Ein Wackeli. Der ist wackelig auf den Beinen, deswegen ist er wackeli. Ein Serverroom. Okay, das brauchen wir, weil Inventar ist voll. Juice. Genau. Und jetzt einmal. Wo steht hier? Betreffende, ich erwähnte Sie mit dem Bericht der potenziellen gefährlichen Vorgehensweise der hochrangigen Offiziere der Hagenkommission, die Dringlichkeit zu behandeln, betreffende Personen an den privaten Rechten oder der Firma. Hintergehende Daten korrekt oder aus dieser persönlichen Gründe des Hintergrundes Konsequenzen derartigen Handelnden besonders nachstehen. Hat sich deshalb widerwillig entschlossen, den Bericht zu verfassen. Ich spreche von einem Mitarbeiter, respektierten Kollegen, der der Firma jahrelang treu diente und jemanden, der mir lange sehr nah stand. Dennoch ist meine Pflicht, Handlungen zu melden, die eine potenzielle Gefahr für die Firma darstellen könnten. Verdammt! Petze! Stars! Ach, hier immer ich mit Stars. Emergency. Ja, das sind Psychotropfen. Wofür wir Psychotropfen brauchen, ne? Na, du bleibst so stehen, ne? Ja, das bist du jetzt. Bist ein feiner Junge. Ja, riesengroß. Das ist riesengroß hier alles. Turbine. Oh, ist mir warm, Alter, ehrlich. Da ist unser Operationsraum hier. Wow, wer fühlt sich da nicht schon wieder jetzt dran an Resident Evil erinnert? An das Büro der Stars? Wie ich das schon sagte in der letzten Folge, ne? Das reinste Spiel ist eine Parodie. Hier ist das, jetzt schreibst du schon Chris Redfield. Ja. Predator 50A. Aber das passt. Das passt ja, ne? Das war auch so ein Waffendings, ne? Da liegen hier ein paar Requisiten rum. Nö. Und hier war Veskes Büro. Oh Gott! Warum muss es er sein? Albert Wesker. Waffenkammer. Noch eine Karte. Da passen wir rein. Wunderbar. Hier wurde so einer hier lang gemacht, hier auch noch von denen. Ich weiß gar nicht, das muss ja, das sind ja Menschen gewesen hier. Wahrscheinlich einer von unseren Jungs hier. Da brauchen wir. Ah, der hat kein Überbrückungskabel. Wie geil wäre es das, ne? Hier so in diesen Waffenschrank ranzukommen mit ein paar automatischen Waffen. Oh Leute, ich bin. Das ist warm. Es ist noch so warm. Steht gleich auf. Ja. Ausgezeichnet. Oh. Was ist denn das für eine Suppe? Alter. Eine Fleischsuppe einfach, so eine Gulaschsuppe, die hier einfach aufgetürmt ist. Was ist denn das, Alter? Muss doch von irgendwo herkommen. Ne. Ah ja, ja. Warte, können wir hier nochmal hin? Ja, überall können wir hin, na klar. Ah. Oh. Wir wollten nach oben, also gehen wir jetzt hier mal hin. Überall Fleischschuppe, was ist hier passiert, Digga? That's not good. Was? Er hat das erste Mal was gesagt? Das Spiel so ungefähr zur Hälfte vorbei und sagt, it's not good. Ach so, weil die Munition leer ist. Das ist nicht gut, da hat er recht.
Da muss ich ihn ja beipflichten. Haben wir noch was davon? Nö. Schroti. Pack die Schroti aus. Hier kommt die Maus. Alter, was ist das denn hier für ein versiffter Scheiß, Alter? Oh oh. Testing. Das hey, ist nicht. Damn, you shouldn't be in there. Hey, what the hell? Let me out now. Oh no. I can't stop the system. The process is. Oh, look behind you. Oh shit. Oh my god. Hang in there. Hang in there. It's going to take me a few minutes to unlock. I'll do my best to get you out, but you've got to hold that monster off. Can you hear me? Hold that goddamn thing off! A few minutes? I don't think I have a few seconds! Wer ist er denn? Ein Tyrant. Oh, Digga, was soll das? Hör auf! Lauf, Junge! Ich bleib hängen. Lauf! Ja, das Piepgeräusch ist natürlich sehr viel angenehmer. Wo ist der denn? Wo ist der denn jetzt hin? War so ein Blitzeinfall irgendwie. Hat da mal so eine Idee. Boah, bin ich tot, hab mich selber in die Luft gejagt. Meine Güte. Dieses Piepen nervt total. Ja, ist ja gut. Checkpoint laden. Können wir auch mit der Pumpe beigehen, ne? Ja, finde ich auch. Kann man jetzt lieber springen? Miep, 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 miep. Kann ich nicht. Oh. Shoot me in there! Hey, what the hell? Let me out now! Oh no! I can't stop the system! The process! Oh! Look behind you! Oh shit! Hang in there! Hang in there! It's going to take me a few minutes to unlock. I'll do my best to get you out, but you've got to hold that monster off. War das schon bei der Sequenz? Warum kann man das nicht überspringen? Also liebe Intruder-Invader-Entwickler hier, mach mal das nächste Mal überspringbare Cutscenes. Komm, mein Dickerchen, komm. Das hat ja aber gescheppert. Müssen wir ihn am besten irgendwie von der anderen Seite herlocken. Munition, super. Oh Mann. Ich habe gar keine Abmachung hier. Das Piepen nervt total, ne? Thank you.
Meine Fresse, ist der flott unterwegs, der Junge. Ah! Das Piepen geht mir total auf den Keks, Alter, ehrlich. Aua! Abgekürzt. Let's go, Doc. You said a few minutes. Mann, nimm die scheiß Motivation mit. Huch, da ist er ja schon. Oh, ich dachte, ich habe die Waffe gewechselt. Jetzt ist er richtig sauer. Jetzt ist er so richtig böse. Er mag es nicht haben. Wow! Alles leer, hä? Brauch irgendwie 5 Hände irgendwie. Digga, das war knapp. Mann, nimm! Aha. Oh nein! Da haben wir nachher viel zu schneiden. So eine Scheiße, hör mal. Bin noch geputzt. Okay, von vornherein kann ich brutzeln. Ich brauchte so die Tanks. Noch gar nicht so. No. Mach doch! Mach den Knopf! Oh! Ja, du bist ja ein Affe! Thank you.
Oh, jetzt gibt er wieder Gas. Na komm. Genau durch die Mitte gelaufen. Warum läuft er nicht durch die Mitte? Aber so ein Typ wie ihn stört das nicht, ne? Dass so ein Fass daneben ihn explodiert. Er trifft mich einfach. Oh! Doc, you said a few minutes. Oh. Ach Mann. Oh nein. Voreilig. Ah, jetzt sind wir wieder schnell unterwegs, du. Abteilen, wenn er da kleben bleibt. Hier, wenn er da jetzt. Jetzt sind wir schneller unterwegs. Dazu verlocken, dass er hier so richtig chillt hier. Mann. Na, drück ihn noch. Ach, scheiße, er steht davor. Ärgerlich. Jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn eingesperrt. Hoffentlich brutzelt ihn das auch nicht weg. Was bitte? Er lebt noch? Was soll das? Wieso lebt er noch? Irgendeine Idee, wie schwer das gewesen ist, ihn da einzusperren?
Nochmal eingesperrt. Super. Oh, ist er tot endlich? Bitte, 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 lass ihn tot sein. Oh, Mann, Mann, Mann. Leute, 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 das war ja was, ey. Das war ja richtig brutale Anstrengung, ey. Habe ich überhaupt irgendwas, was mich wieder gesund macht? Soll nochmal schnell die Motivation überall einsammeln. Digga, 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 ey. Krieg Kopfschmerzen beinahe. Ah, hier wäre so eine Spritze gewesen, ne? Wir hauen uns voll die Dinger in die Figur rein. Kann ich noch was in die Figur reinknallen? Ne, mehr habe ich nicht, schade. So. Mal gut, der Doc hat uns zeitig da jetzt rausgeholt, ne? Alter Vater, hör mal. Adrenalin, ey. Scheiß Adrenalin. Warte mal, wir müssen nicht hier. Wir müssen. Doch, wir müssen da hoch. Genau, richtig. Christ. I thought you were going to die in there. Thanks for your help, Mr. Mason. Dr. Mason. I work. Or rather, I used to work in the treatment room. What was that thing? One of your lab rats gone wild? Well, you should know, of course. That thing is, or better yet, was one of yours. One of mine? What the hell is that supposed to mean? The CSR-03s your unit was transporting last night spread to the city, wiping out the entire population of Keensight. Each afflicted subject reacted differently to the effects of the toxin. As a matter of fact, the leak was so prolific that it even reached the dam, trapping many of Hexacore's own and transforming them into ungodly monsters. Prior to infection, the members of Hades stationed there were administered an experimental additive that increases both physical and mental capabilities. But as a side effect, it seems to have generated some rather unusual varieties of form when combined with the toxin. Cut the bullshit. I put down some of those Hades things already, and they're completely different from what you don't get it. Not long ago, an Alpha team was called out to extract a survivor from your team. Meaning what exactly? By the time Alpha team arrived, something had literally torn the survivor to shreds. But he wasn't quite dead. The bioscanners indicated the formation of some genetic mutation, an anomaly. That's why the Big Shots ordered them to recover the specimen for analysts back at HQ. But what they found was something nobody expected. Both Castor and Pollux flourishing in harmony. The two viral agents had twisted together in some ungodly perversion that gave birth to something new. Wait, are you saying that that thing out there is Leave? Oh my God, where did it go? How the hell did it get loose? Shit. You can't stay here. Come on, Doc. But there's no stopping it. Don't you understand? Get the hell out of here, boy. But you don't have to. Listen, I'll buy you enough time to get to the helipad. Then I'm gonna bomb this damn place. It's just down there. Now go! But there isn't any other way. Go on, get out of here. Na, da wollen wir doch gar nicht mit ihm großartig diskutieren, was? Hoffentlich müssen wir nicht nochmal gegen ihn kämpfen, ey. Ach, komm schon. Bleib auf dem Boden jetzt. Haben wir noch Dings für die Handgunbumsen? Ja, haben wir, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, hi. Hey, du. Noch einen?
Achso. Das soll es gewesen sein. So, wo müssen wir ganz genau hin? Control Room? Ich weiß nicht. Doch, wir gehen mal da runter. Ich hab bloß keinen Bock auf Lief wieder zu treffen, ne? Deswegen einmal. Ernsthaft, Digga. Oh, komm. Ja, das war's. Ja, wie der da so an der Wand hängt, ne? Der verrückte Professor. Mach auf, die Scheißtür. Okay.